Dieses Stück, wie man einen Witz nicht erzählt, ist für ein Ehepaar gedacht. Und da ich verheiratet bin, habe ich gedacht, rufe ich die Lonnie. Lonnie, bist du fertig für unseren Besuch? Du Peter, ich bin hier. Wo? Ich bin schon da. Ja, wo bleibst du denn? Es hat schon begonnen. Komm, 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 komm. Aber ich bitte dich. Lonnie. Peter, ich musste noch Besorgungen machen. Das was heißt du aber doch nicht jetzt besorgen? Du musst doch jetzt gleich auftreten. Ah, aber zu deinem Stichwort komme ich doch in jedem Fall noch. Darf ich dir helfen? Ich habe leider beide Hände voll. Ja, dann schick's ich schon. Aber also ich sage nur einen Satz und dann musst du auftreten. Dann sag doch deinen Satz. Ich sage nur einen Satz, dann muss sie fertig angezogen auftreten. Bist du fertig für unseren Besuch, liebe Lonnie? Aber natürlich, mein Schatz. Na, ein Glück, ein Glück, ein Glück, ein Glück. Ja. Sag mal, was hat er gesagt? Wann kommt er? Ja, also der muss jeden Augenblick hier sein. Und kommt er allein oder kommt er mit Anhang? Nee, der kommt allein. Sag mal, hast du gewusst, dass der 3 Söhne hat? 2 studieren und der 3. ist Hilfsarbeiter. Der ernährt die ganze Familie. Ach, hast du noch Wein mitgebracht? Wein habe ich mitgebracht. Du stell dir vor, was mir passiert ist. Was denn? Ich kaufe Wein und plötzlich sehe ich mein Geld durch. Hat mir doch jemand, irgendein Halunke, hat mir ein altes 5-Mark-Stück angedreht. Nee, zeig mal her. Ich hab's schon wieder weitergegeben. Ah, das ist recht. Das wird er sein. Es klingelt. Es so. Ja, der liebe Besuch ist... jetzt noch zu machen? Du, Lonnie. Ja? Da draußen ist ein Bettler. Er fragt, ob er ein paar Scheiben Brot haben kann. Nee, du, das tut mir leid. Wir haben nur ein ganzes Brot da. Ich sag's ihm. Du, er sagt, er hat heute schon so viel Brot bekommen beim Betteln, er könnte wechseln. Habe ich die Tür zugemacht. Frechheit! Was sagst du dazu? Sag mal, mir hat irgendwie, ich habe vorher nachgesehen, mir hat einer Geld geklaut aus dem Portemonnaie. Hey, meinst du vielleicht ich? Nein, du nicht. Es war ja noch etwas drin. Du hättest alles genommen. Sag mal, wollte der Bruno nicht auch heute kommen? Bruno ist zur Beerdigung. Wieso denn? Wer ist denn gestorben? Der Bruno. Ich weiß nicht, der Bruno war auch zu dick geworden. Peter, ich habe dir immer gesagt, er hätte schwimmen sollen. Schwimmen ist gut für die Figur. Ja, den Enten hat es nichts genützt. Ah! Du, komm, warte. Gib dem Bettler 2 Brötchen mit. Gut, in Ordnung. 2 Brötchen kriegt er. So. So, du hattest jetzt bloß Lachen. Guck mal. Nein. Bitte nehmen Sie Platz. Nein, Entschuldigung. Bitte schön, nehmen Sie doch Platz. Bitte. Gut. Schön, dass Sie da sind. So, bitte sehr herzlich willkommen. Bitte sehr. Nein! Nein! Jetzt, oh, entschuldigen Sie, ich muss immer an einen Witz denken. Jetzt endlich auf zu lachen, er denkt, du lachst über ihn. Aber ich lache doch den ganzen Tag schon über einen Witz. Bitte nehmen Sie Platz. Den Witz muss ich Ihnen heute Abend unbedingt noch erzählen. Soll ich es gleich machen? Haben wir es hinter uns. Passen Sie auf. Also, ein Mann. Da. Peter, die Asche. Ja, ich hab schon gesehen. Meine Güte, musst du denn immer den ganzen Teppich vollkleckern? Ja, nicht immer, aber. Mein Mann streut immer die ganze Asche auf den Teppich. Hm. Also, ein Wanderer verirrt sich im Gebirge, in den Alpen. Ja, nein, in den Dolomiten, musst du sagen, das versteht es ja gar nicht. In den Dolomiten. Ist doch ganz egal. Also, er geht da durch die Nacht und da sieht er ein Licht. Ein Licht? Peter, lass mich doch erzählen, das gehört doch dazu. Kerze. Also, er geht auf das Licht zu und da ist da eine Hütte. Und in der Hütte wohnt ein Bauer mit seiner Frau. Also, der Bauer ist schon ziemlich alt, aber die Frau ist jung und hübsch und knackig und die beiden liegen im Bett. Nee, pardon, nein, die liegen nicht im Bett. Oh, entschuldigen, man liegt im Bett, liegen nicht im Bett. Das ist so, erzählt meine Frau immer ihre Witze, ne? Jetzt lass mich das bitte mal erzählen, dann sagst du mir, ob ich es richtig gemacht habe. Also. Ein Mann wandert durch die Dolomiten. Und verirrt sich dort? Ja, und dann kommt da ein... Nein, nicht ich erzähle jetzt. Was dann ja völlig verwirrt. In den Dolomiten gibt es ein Bauernhaus. Und da wohnt ein alter Bauer mit einer sehr jungen, hübschen Frau. Und da passiert eines Tages Folgendes, da klopft's, draußen gießt es in Strömen, völlig durchnässt steht ein Wanderer vor der Tür und bittet um ein Nachtquartier. Dann ist das ein armer Bauer, die haben natürlich kein Nachtquartier, verstehen Sie? Und da sagt der Bauer, ja, er könnte ja in dem Bett schlafen bei der Frau. Das ist völliger Quatsch. Wieso, Herr Sie, ach was, nein, er könnte in dem Bett schlafen zwischen den beiden, zwischen dem Bauern und seiner Frau, also der Wanderer in der Mitte. Meinetwegen. Nein, Peter, nicht deinetwegen, die ganze Pointe beruht darauf. Aber die beruht doch nicht darauf, wo der Mann schläft. Aber natürlich beruht der Witz darauf, wie soll denn unser Gast das verstehen? Also passen Sie auf, der Wanderer legt sich zu dem Bauern und seiner Frau ins Bett, plötzlich gewittert es. Wo gibt überhaupt, es gewittert überhaupt nicht, das ist ja der Blödsinn. Die sind nämlich ganz friedlich eingeschlafen, alle drei, verstehen Sie? Und plötzlich wird der Bauer wach, weil er ein Geräusch gehört hat. Ha? Und da sagt der Bauer, geh mal ran. Was? Ach so, ja, natürlich.
Ich meine, das sagt der Bauer natürlich nicht zu der Frau. Die haben ja gar kein Telefon. Ich bitte Sie. Ja. Nein, der Bauer sagt ach, jetzt zu der Frau. Wer ist denn da? Herr Paul. Ja, lass ihn nur. Er soll jetzt nicht anrufen. Also, nachher vielleicht, ja? Also, Folgendes passiert. Kaum ist der Bauer, dann sagt der Bauer jetzt zu seiner Frau. Peter, ja, leg doch endlich auf. Wir sind mitten in dem Witz. Bitte. Danke. Bitte schön. Hat er Ihnen die Geschichte schon zu Ende erzählt? Na, ich will gerade erzählen. Also kaum ist der Bauer wach, da sagt er, ich muss mal nach den Ziegen sehen. Peter, pass mal auf. Er hat gesagt, er muss mal nach den Ziegen sehen. Nichts anderes hat er gesagt. Der Paul hat gesagt, er kann nachher nicht anrufen, ob er das morgen machen könnte. Ach, der Paul am Telefon? Ja. Ach so, der Paul hat das. Ach so, wie werden das nicht? Also er sagt nun, ich werde mal nach den Ziegen sehen. Und kaum ist er raus, verstehen Sie, da stupst jetzt die Bäuerin den Wandersmann an. Völliger Quatsch, natürlich. Die stupst ihn doch nicht beim ersten Mal an, die stupst ihn doch erst beim dritten Mal an. Der Bauer musste nämlich dreimal raus. Das fand ich so wahnsinnig komisch. Entschuldige mal, der ist nun rausgegangen, aber der ist doch nicht beim ersten Mal rausgegangen. Nein, nein, nein. Also jedenfalls, der Bauer kommt rein, legt sich hin und plötzlich aus dem Schlaf fährt er hoch und sagt, ich muss mal nach der Ziege sehen. Jetzt pass auf, jetzt kommt der Witz. Und jetzt kommt, sagt die Frau plötzlich, sagt sie dem Wandersmann, na? Ob was? Ob was? Die sagt doch nicht na. Na, was soll sie denn sonst gesagt haben? Sie sagt, jetzt wäre so eine Gelegenheit. Blödsinn, das entstellt den ganzen Witz. Sie sagt, na? Und damit meint sie... Peter, du entstellst doch wirklich jeden Witz. Du kannst keine Witze erzählen. Also jetzt habe ich's aber satt. Himmeldonnerwetter noch mal. Jedes Mal habe ich die ganze Pointe versaut. Ich habe die Pointe versaut. Ich will dir mal was sagen. Du bist nämlich an allem schuld, meine Liebe. Auch deine Unwahrheit. Gucken Sie sich das an. So nervös ist der schon die ganze Woche. Wer soll denn das aushalten? Jetzt wird sie gleich noch sagen, Komplexe wird sie noch sagen. Deine Mutter hatte recht, als sie damals sagte, die schlechte Erziehung ist. Was? Meine Kinderstube? Hör doch auf. Wer hat denn damals die Sache beim Rechtsanwalt rückgängig gemacht? Nein, ich vielleicht. Du, jawohl. Also, das ist doch gelogen. Hör doch auf. Meine Lüge. Und das soll ein Witz sein? Grüß dich. Grüß dich. Du, hör mal. Du siehst den Kuli ganz sicher eher als ich. Sag ihm einen schönen Gruß, er soll einmal kosten. Wir haben schönen Wein hier bei uns im Sarg. Ja? Ich hoffe es sehr. Auf Wiedersehen.